sind ja leider die Griffe für mich zu klein. Da habe ich jetzt große Hand, oder? Es ist ein traumhaftes Wirtshaus. Es gibt hier ein feines Essen, Saugurtsbier und es gibt obendrein noch viele, viele Musikanten, die regelmäßig hier aufspielen und es macht wirklich einen Spaß. Es gibt jeden Freitag gibt's eine Musi, am Sonntag gibt es eine Musi und einmal im Monat gibt es sogar einen Musikantenstammtisch. Den Musikantenstammtisch stellen immer der Bernie Föser und der Markus Rappert zusammen und am Sonntag macht es der Max Seemüller mit seinen Musikanten und seinen Musikantenfreunden. Die spielen hier auf zum Mittagessen. Wo findet man sowas in Münchner Westen? Nirgends. Also, meine Damen und Herren, kommt ins Hofbräu nach Obermenzing. Ich wünsche euch einen schönen Aufenthalt. Es ist ein wunderschöner Nachmittag draußen, es ist ein traumhaftes Wetter. Und die Veranstaltung als solche wäre nicht möglich ohne so traumhafte Wirtsleute wie die Wiene und der Mani Schmidt, meine Damen und Herren, die heute hier mit für den Gastgeber sind. Und das Freibier haben Sie natürlich auch jemandem zu verdanken. Keinem geringeren als dem Herrn Dr. Möller, meine Damen und Herren. Und an Dr. Möller darf ich jetzt mal das Mikro gleich weiterreichen, weil er wird sicherlich auch nur ein paar Takte zum Thema Bier auf der Wiesn, Hofbräu Bier auf der Wiesn sagen können. Bitte sehr. Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Obermenzinger, ein herzliches Grüß Gott von unserer Brauerei. Jetzt wird es ja langsam spannend, morgen in einer Woche ist es soweit. Dann sind die Tore wieder offen, dann heißt es wieder O-Zapft ist und wir haben hoffentlich, so wie heute, zwei wunderschöne Wochen. Zwei Wochen, wo wir ausgiebig das genießen können, für was das Oktoberfest berühmt ist. Das sind viele Dinge, unter anderem, sage ich, ist es auch das Bier. Jedes Jahr neu eingebraut, ein spezielles Bier fürs Oktoberfest. Der ein oder andere möchte sich wundern, es ist stärker, es ist eben ein Festbier und das ist eben so geregelt, dass ein Festbier ein bisschen stärker sein muss. Aber unsere Brauer geben sich ja eine Mühe, dass wir hier immer wieder was Besonderes kriegen und wir sagen natürlich immer, es ist das Beste, was wir je gebraut haben. Wie gut ist das denn? Ah, hervorragend. Hervorragend. Also, wie viel Stammwürze? Es hat 13,6% Stammwürze, es kommt auf 6,3% Alkohol. Nicht ungefährlich. Das werden diejenigen, die jetzt eine Steuerkrieg kriegen, nicht so richtig sehen, aber unsere Braumeister beschreiben so eine goldgelbe Farbe, ein bisschen ins Bronze gehend und vom Aroma her eine ganz feine Malznote. Vielleicht ein bisschen an Biskuit erinnern, aber vom Hopfen her eine fruchtige Frische mit dabei, ein bisschen nach Zitrusfrüchten. Und wenn Sie es trinken, wenn Sie es genießen, dann werden Sie feststellen, das ist heute ein gescheites Bier. Und das ist das Beste, sage ich ja immer, weil Sie haben ja eine Möglichkeit nicht, Sie können es vom letzten Jahr ja nicht mehr vergleichen, weil wir haben nichts mehr. Und Rückstellproben gibt es nicht mehr. Und außerdem ist ein richtiges Bier immer am besten, wenn es frisch ist. Aber es gibt noch ein Argument als letztes, warum es das Beste ist. Weil das da drinnen ist auch ein Freibier. Und das wollen wir jetzt dann gleich zapfen und genießen, verkosten, um dann festzustellen, ob es auch wirklich das ist, was unsere Brauer versprochen haben. Dankeschön! Ja, meine Damen und Herren, so eine Leidenschaft für die Betreibung des Bieres. Verdient nochmal einen Riesenapplaus mit Herrn Dr. Möller. Sagen Sie es weiter draußen, denn viele haben das noch nicht mitgekriegt, dass es hier ein so ein wunderschönes Wirtshaus gibt. Es ist mehr oder weniger die kleine Schwester, kann man sagen, vom großen Hofbräuhaus. Und neben mir steht beispielsweise, und dann kommen wir auch gleich zum O-Zapfer, weil Sie warten alle aufs Freibier, ich weiß, ja. Aber neben mir steht die Gitti Wahlbrunn, Sie kennen sie alle von daheim, ist daheim. Sie hat in der Serie drin eine eigene Brauerei, okay?
und sie ist zurzeit auf Fusionstour. Sie schreckt auch nicht vor staatlichen Brauereien zurück. Und darum ist sie heute mit hier. Nein, wir sind gut befreundet und insofern ist uns das heute ein großes Anliegen, dass wir wirklich mal die Familie Schmid als Gastwirtsfamilie Ihnen näher bringen dürfen, weil es ist wirklich wunderschön da herinner zum Sitzen. Ich kann es bloß immer noch wieder sagen. Kommt hierher, fühlt es euch wohl, weil es ist traumhaft. Tja, und lieber Seppi Schmid, als Wiesenbürgermeister, jetzt da herinner gerne mal schon Uhrzeit. Das ist doch ein besonderes Gefühl, oder? Ja, lieber Jürgen Kinner, das ist ein besonderes Gefühl. Aber ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht, wie es das ist, gerade als Wiesenbürgermeister, wenn jetzt da draußen so eine zünftige Vorwiesen gefeiert wird. Nicht, dass die ganzen Leute nachher auf der Wiesen selber nicht mehr kennen, gell? Nein, aber ich glaube, die Gefahr ist gering. Es gibt eigentlich drei Gründe, warum ich heute sehr gerne hergekommen bin und warum ich gerne dieses Fassel anzapfe. Das erste ist ja, dass das eine fundige Wirtschaft ist. Das glaube ich. Absolut, gehen wir da d'accord. Sind Sie auch der Meinung? Ja. Das zweite ist, dass ich ja selber aus dem Münchner Westen stamme, zwar nicht aus Urmenzing, aber aus Untermenzing. Aus Aulau. Ja, ich weiß schon. Das ist doch heraus, ist es nur so. Da darf man, also da gibt es noch schwerwiegende Grenzen zwischen Untermenzing und Obermenzing. Ja, die Welt ist global, gell? So, und das dritte ist, dass natürlich die Gastwirtsfamilie den schönsten Namen der Welt hat. Schmidt. Aber meine Damen und Herren und geneigte Vertreter der Presse, damit das gleich mal klar ist, wir sind nicht verwandt und nicht verschwägert. So, und, es gibt keine Interessensverflechtungen. Überhaupt nicht. Und dann hat der Dr. Möller gesagt, soll ich noch jetzt bitte kurz so eine halbe Stunde ungefähr auf die Weltpolitik eingehen, aber das spare ich uns jetzt, weil sie warten nämlich alle aufs Bier. Einigermaßen gut sitzt und vor allem. Dass der Zapfhahn auch dementsprechend der H8-Stellung ist. Und jetzt den Schlägeln und die Damen und Herren, den Medien. Super, und herschauen. Ein wunderbares Ausholen. Danke. Es ist ein traumhaftes Wirtshaus. Es gibt hier ein feines Essen, Saugurtsbier und es gibt obendrein noch viele, viele Musikanten, die regelmäßig hier aufspielen und es macht wirklich einen Spaß. Es gibt jeden Freitag gibt's eine Musi, am Sonntag gibt es eine Musi und einmal im Monat gibt es sogar einen Musikantenstammtisch. Den Musikantenstammtisch stellen immer der Bernie Föser und der Markus Rappert zusammen und am Sonntag macht es der Max Seemüller mit seinen Musikanten und seinen Musikantenfreunden. Die spielen hier auf zum Mittagessen. Wo findet man sowas im Münchner Westen? Nirgends. Also, meine Damen und Herren, kommt ins Hofbräu nach Obermenzing. Ein Werbespot.